geht es um den Datenschutz beim Surfen. Wenn du surfst, hier mit einem Browser wie dem Firefox zum Beispiel, werden dann die Seiten, die du besucht hast, die du hier oben eingegeben hast oder über Google aufgerufen hast, gespeichert. Das ist hier die sogenannte URL-Verlaufsleiste und du könntest dann hier, und das ist auch eine praktische Sache, entscheiden, wo du dann wieder hinspringen möchtest. Oder wenn du hier oben einen Begriff eingibst, wird dann ein ähnlicher wieder angegeben. Also wenn ich hier zum Beispiel MO eingebe, werden auch dann alle oder einige Seiten dann angegeben, die vorher mal aufgerufen wurden. Damit aber nicht jeder, der auf dem Computer dann mit diesem Browser surft, das ist also teils zum Beispiel ein Computer und mehrere surfen mit demselben Firefox zum Beispiel, damit nicht jeder sehen kann, auf welchen Seiten du warst, gibt es da ganz praktische Möglichkeiten. Da kannst du hier auf Extras gehen, privaten Modus starten und der startet dann einen Modus, bei dem sichergestellt ist, dass nachdem du dann den Browser wieder beendet hast, dass all die Seiten, die du in dieser Zeit, wo du gerade gesurft hast und während du eben diesen privaten Modus verwendet hast, werden all diese Seiten, die du angesteuert hast, auch alle Cookies, werden dann gelöscht. Also ich würde empfehlen, diesen privaten Modus dann zu verwenden. Darüber hinausgehend kannst du auch dann hier noch die Möglichkeit nutzen, neueste Chronik löschen. Und hier kannst du dann ganz gezielt einstellen, für welchen Zeitraum, ob die letzte Stunde, 4 Stunden, heute oder überhaupt bis jetzt alles, was bis jetzt hier angesurft wurde, gelöscht werden soll. Und da kannst du auch ganz gezielt dann Dinge löschen. Die besuchten Seiten zum Beispiel, welche Suchbegriffe du eingegeben hast, welche Cookies du erzeugt hast. Was ist ein Cookie? Also wenn du auf eine Seite kommst, wie Amazon zum Beispiel, werden in ganz kleinen Textdateien auf deinem Computer deine Suchanfragen gespeichert. Und wenn du dann wiederum auf die Seite von Amazon später mal kommst und so ein Cookie noch da ist, weiß dann die Seite, ah, der Nutzer war schon einmal da, der hat nach dem und dem gesucht. Und im Fall der Fälle, falls du auch deinen Namen eingegeben hast, würde dann noch in so einem Cookie dein Name gespeichert werden. Es könnte auch jemand anderer hergehen auf deinem Computer und nachschauen, aha, welche Cookies befinden sich auf deinem Computer und könnte dort nachschauen, aha, derjenige mit dem Namen, den er eben da eingegeben hat, war schon auf der Seite und hat dort zum Beispiel etwas bestellt. Und diverse weitere Einstellungen können hier dann gelöscht werden. Also wenn du wirklich alles löschen wolltest, machst du hier überall dann ein Hackerl und klickst auf Jetzt löschen und wählst dann, wenn du auf ganz Nummer sicher gehen willst, hier alles aus. Und so gibt es dann die Möglichkeit bei Mozilla Firefox eben die Daten sehr sicher zu halten. Dann empfiehlt es sich natürlich weiters, nur Daten herunterzuladen, bei denen man sicher ist, dass es sich um sichere Daten handelt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn man auf einem Hyperlink ist, dass man ganz links unten dann schaut, welcher Link eingeblendet wird. Wenn ich jetzt hier auf More gehe, wird links unten dann die Adresse angezeigt, die als nächstes aufgerufen wird. Und da sehe ich schon, es handelt sich hier um keine Datei, sondern um eine normale Internetseite. Ich gehe auf More und sehe dann hier zum Beispiel andere Bereiche. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, hier versuche zum Beispiel etwas herunterzuladen, wie die neueste Version von Firefox. Gehe ich hierher und sehe dann hier, wenn ich hier draufklicke, dass unten ebenfalls noch keine Seite angezeigt wird. Ich weiß aber, dass dann bald einmal etwas heruntergeladen werden soll. Und dann geht hier ein Fenster auf. Wenn so ein Fenster aufgeht mit dem Hinweis, dass etwas gespeichert werden soll und ich wollte eigentlich gar nichts herunterladen, würde ich jetzt hier auf jeden Fall auf Abbrechen gehen. Das wären so Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass keine unerwünschte Software auf deinem Computer landet. Und nochmals der Hinweis meinerseits. Auf jeden Fall mit einem Server wie dem Firefox zu surfen. Bei anderen Servern kann es vorkommen, wie zum Beispiel im Internet Explorer, dass im Hintergrund, wenn du auf eine bestimmte Seite kommst, etwas heruntergeladen wird und du gar keinen Warnhinweis bekommst, dass etwas heruntergeladen wird. Also deswegen ist es sehr wichtig, so einen sicheren Browser wie den Firefox zu verwenden. Und den aber auch immer aktuell zu halten, das heißt immer die neuesten Updates einzuspielen, wie ich es eh schon mal gezeigt habe, über Hilfe nach Updates suchen.